Der Film spielt im Nahen Osten. Ein Auto hält in der Wüste und die Leute, die ausgestiegen sind, beginnen mit dem Ausladen der Ausrüstung. Nachdem er eine Höhle gefunden hat, bläst er Gas hinein, um die Spinnen darin zum Herauskommen zu zwingen. Der Mann beginnt, die Höhle zu untersuchen, als plötzlich eine Spinne herausspringt und auf sein Gesicht springt. Die beiden anderen Männer versuchen, statt ihre Kameraden zu retten, die verstreuten Spinnen zu fangen. Nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, töten sie den krampfenden Mann, da es nicht mehr möglich ist, ihn zu retten. Die Handlung verlagert sich dann nach Frankreich. Caleb ist in ein Juweliergeschäft gekommen, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Tante zu kaufen. Der Verkäufer führt ihn in ein Hinterzimmer und bietet ihm einen Ohrring an. Caleb kauft den Ohrring und bemerkt dann eine seltene Spinne. Der Verkäufer gibt zu, dass es sich um eine sehr seltene und gefährliche Wüstenspinne handelt. Das macht ihn neugierig und er beschließt, die Spinne ebenfalls zu kaufen. Dann kehrt er zu dem mehrstöckigen Haus zurück, das in einem einzigartigen architektonischen Stil gebaut wurde. Hier gibt es immer wieder Probleme mit dem Licht und er fällt fast hin. Er ist im Verkauf von exklusiven Turnschuhen tätig. Ein Kunde namens Tumani hat ein Paar bestellt, aber die Schachtel wurde durch tropfendes Wasser beschädigt. Caleb kommt in der Wohnung an und sieht, dass seine Schwester Manon mit der Renovierung des Badezimmers begonnen hat. Die Schwester hat eine besondere Vorliebe für exotische Insekten. Er setzt eine Wüstenspinne auf die beschädigte Schachtel und macht sich auf den Weg zur Party. Tumani fragt ihn, wann er die Bestellung bringt und zeigt Caleb, dass er nichts zum Anstecken hat. Caleb verspricht, dass er sie morgen bringen wird. Er beglückwünscht seine Tante und gibt ihr ein frisch gekauftes Geschenk. Mitten in der Nacht geht er zurück in sein Zimmer und beschließt, nach der Spinne zu sehen. Aber er findet die Spinne nicht. Sie scheint durch ein Loch in der Schachtel entkommen zu sein. Er bekommt Angst und macht sich sofort auf die Suche nach ihr. In dem dunklen Zimmer kann er sie jedoch nicht finden. Er beschließt, sie bis morgen liegen zu lassen. Aber er kann nicht in diesem Zimmer schlafen, weil er von einer Spinne gebissen werden könnte. Am Morgen wacht er durch das Geräusch eines Lochers auf. Es ist seine Schwester, die Reparaturen durchführt. Ihre Freundin und der Freund ihrer Freundin sind ebenfalls im Bad. Caleb vergisst die Spinne und geht zu Tumani, um sein Versprechen von gestern einzulösen. Nachdem er ihm die exklusiven Turnschuhe gegeben hat, geht er. Tumani kann es kaum erwarten, seine neuen Turnschuhe auszuprobieren. Schnell wirft er seine alten Turnschuhe weg und will die neuen anziehen. Doch plötzlich bemerkt er etwas darin. Er wurde von einer Spinne gebissen, die von Caleb entkommen ist. Er begreift nicht, was passiert ist und will gerade aufstehen, als sich Hunderte seiner Kinder auf ihn stürzen. In der Zwischenzeit stopft Caleb vorsichtig den Spalt unter der Tür zu und geht, ohne zu merken, dass die Spinne nicht mehr da ist. Währenddessen erleidet sein Freund Tumani Todeskrämpfe durch das Gift der Spinne. Nach einer Weile klopfen die Nachbarn an die Tür und hören das unaufhörliche Bellen eines Hundes aus Tumanis Wohnung. Da niemand die Tür öffnet, brechen sie sie auf und finden eine Leiche. Die Polizei trifft ein und nimmt Ermittlungen auf, um die Todesursache des Mannes herauszufinden. Die Nachbarn, die seine verstümmelte Leiche sehen, befürchten, dass er an einem Virus gestorben ist. Caleb ist schockiert von dieser Nachricht, denn noch vor wenigen Stunden hatte er ihn bei guter Gesundheit gesehen. Währenddessen sprüht die Putzfrau den Hauswirtschaftsraum mit Insektenschutzmittel ein. Daraufhin klettern Spinnen von oben in die Wohnung der Mieter. Eine von ihnen klettert in Calebs Wohnung. Lila wäscht sich gerade die Hände, als sie etwas in ihrem Handtuch bemerkt. Sie will es untersuchen, als plötzlich eine Spinne auf sie springt. Vor Schreck schließt sie sich im Badezimmer ein und ruft George um Hilfe. Er zerquetscht die Spinne mit dem Handtuch, aber als er das Handtuch aufhebt, ist die Spinne in viele kleine Spinnen zersplittert. Noch mehr Spinnen krabbeln aus der Wanne und Lila und George verlassen den Raum, woraufhin sie alle Ritzen im Bad sorgfältig abdichten. Caleb muss seinen Freunden beichten, dass er eine seltene Spinne hierher gebracht hat. Er ist jedoch verblüfft, wie sich eine Wüstenspinne in einem so kalten Klima so rasant vermehren kann. Sie finden viele Spinnen in einer Schachtel mit Turnschuhen und stellen fest, dass es mehr sein könnten, als sie dachten. Die Putzfrau findet viele Spinnen an der Decke des Hauswirtschaftsraums. Sie kehrt zurück und sprüht ein chemisches Insektenschutzmittel. Als sie fertig ist, geht sie zurück, um erneut nachzusehen. Als sie die toten Spinnen sieht, beschließt sie, dass sie losgeworden ist. Aber in diesem Moment wird sie von einer Spinne angegriffen.
George erkennt, dass es gefährlich ist, hier zu bleiben, und schlägt vor zu gehen. Aber Caleb hält die Situation nicht für kritisch gefährlich. Mathis beginnt, die Nachbarn vor der Gefahr zu warnen, aber niemand nimmt ihre Worte ernst. Sie und Caleb sehen, dass die Tür des Hauses der Frau, die gestern ihren Geburtstag gefeiert hat, offen ist. Sie betreten das Haus, um sie zu warnen, aber die Frau rührt sich nicht. Als er sich ihr nähert, kommen Spinnen aus ihr heraus. George findet im Internet Informationen darüber, dass sich Spinnen in einer ungewohnten Umgebung verzehnfachen können. Bald sind sie davon überzeugt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Aus der Leiche von Tumanis Hund ist eine große Spinne geschlüpft. Da sie wissen, wie gefährlich Spinnen sind, machen sie sich sofort auf die Suche nach einem Ausweg. Doch in dieser kurzen Zeit haben die Spinnen das mehrstöckige Gebäude vollständig unter Kontrolle gebracht. Die Spinnen vermehren sich und wachsen exponentiell und die meisten Mieter sind ihnen bereits zum Opfer gefallen. Als sie nach unten gehen, stellen sie fest, dass sich die Spinnen auch hier bereits eingenistet haben. Sie machen sich auf den Weg in die Tiefgarage, aber die ist voller Spinnen. Das war ihre einzige Chance, hier rauszukommen. Hier können sie nicht länger bleiben, denn die Spinnen könnten jeden Moment angreifen. Als Manon das Licht anknipst, um zu sehen, wie viele Spinnen es sind, stellt sie fest, dass die Spinnen im Licht erstarren. Sie erkennen, dass Spinnen eine Schwäche für Licht haben. Der Lichtschalter funktioniert jedoch nur mit einer Zeitschaltuhr, also muss jemand eingeschaltet bleiben. Manon sagt, sie gehe als Letzte und die anderen setzen sich langsam in Bewegung. Sie versuchen, sich langsam zu bewegen, ohne ein Geräusch zu machen. Als alle den Korridor durchquert haben, stellt Manon den Schalter auf den maximalen Timer. Sie schafft es nicht rechtzeitig und bleibt in der Dunkelheit inmitten der gefährlichen Kreaturen stehen. Er zündet sein Feuerzeug an und sieht eine Spinne vor sich. Glücklicherweise gelingt es Manon, den Korridor rechtzeitig zu überqueren. Aber jemand hält die Eingangstür fest und egal wie sehr sie schreien, niemand wird sie öffnen. Bald strömt Gas durch den Spalt und sie beginnen zu ersticken. Als Caleb zum Parkplatz zurückkehrt, findet er George in Spinnenweben gehüllt vor. Ihnen ist klar, dass niemand sie nach draußen lassen wird. Also beschließen sie, auf das Dach des Hauses zu gehen, müssen dafür aber 15 Stockwerke hochklettern. Obwohl dies sehr gefährlich ist, scheinen sie keinen besseren Plan zu haben. Sie verteidigen sich gegen die Spinnen, indem sie Lichter benutzen. Als Caleb jedoch einen Molotow-Cocktail in ihre Richtung wirft, stürzen sich die flüchtenden Spinnen auf sie. Die Spinnen holen sie fast ein, aber im letzten Moment richtet Mathis die Fackel auf die Spinnen und hält sie so auf. Sie müssen noch mehrere Stockwerke durchqueren, um auf das Dach zu gelangen. Doch dann tauchen aus dem Nichts Polizeibeamte auf und fordern sie auf, die Hände zu heben. Caleb versucht sie zu warnen, wie gefährlich die Spinnen sind, aber die Polizisten zwingen sie, den Befehl zu befolgen. Das macht sie wütend und die Polizisten müssen Gewalt anwenden. Caleb wacht auf dem Parkplatz auf und sieht, dass die Polizei mit Chemikern forscht. Mathis sieht einen Spinnenbiss an seinem Hals. Da er weiß, dass er jetzt nichts mehr zu verlieren hat, rennt er zur Tür im Korridor. Sobald er in den Korridor tritt, kommen viele Spinnen hinter ihm hervorgelaufen und greifen sie an. Die Polizisten setzen alle ihre Waffen gegen sie ein. Caleb versteckt sich mit Lil im Auto. Aber das Autofenster ist zerbrochen und eine riesige Spinne klettert darauf. Doch plötzlich werden die Spinnen von einem hellen Licht aufgehalten und Manon kommt ihnen zu Hilfe. Nachdem die beiden ins Auto geklettert sind, tritt Manon auf das Gaspedal. Doch als sie ein paar Meter vor der Tür steht, taucht eine riesige Spinne vor ihr auf. Manon hat nicht den Mut, sie zu zerquetschen. Caleb steigt aus dem Auto und sagt dem Mädchen, sie solle das Licht ausmachen. Als die Spinne merkt, dass die Menschen keine Bedrohung darstellen, verschwindet sie. Schließlich gehen sie nach draußen und können ihr Glück nicht fassen. Die Behörden sprengen ein Hochhaus in die Luft, um die Spinnen endgültig loszuwerden. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu setzen. Bis zum nächsten Mal.